Also wir finden das Bild witzig, weil das sind so Kreaturen mit so vielen Augen und es hat viel Fantasie. Und hier auch mit dem Mund, wo nochmal ein Vieh drin ist. Und der Mensch, das ist der heilige Antonius. Und der wird irgendwie von den Kreaturen angegriffen. Er denkt es so, weil irgendwie mit dem Teufel, das soll den Teufel darstellen.